nichts Max-Leveliges hier. Also mit der Mantis hat es heute meist Spaß gemacht. Das Farmen gegen die Dinos hier. Ich habe da so eine Pike hier, Technikus. Gebe ich dir in die Hand und die betäubt dann die Tiere. Sehr, sehr stark damit. Ich bin ja echt von Grund auf. Also ich habe ja meine ersten Dinos schon. Jetzt ziehe ich mal los und suche mir noch einen anderen. Auf gut Glück. Hast du denn gesehen, was die Dinos überhaupt können, die jetzt, die du hast? Die Schildkröte, die kann fahren, wenn du einen Sattel baust? Ja, ich habe so einen Roboter-Dino, mit dem farm ich. Hast du den Parasaurus? Den Tech-Parasaurus? Mhm. Ja, ja. Genau, du kannst mit dem Bären farmen. Genau, da habe ich jetzt richtig ordentlich Pfeile und wollte jetzt mal losziehen. Ich habe ja zwei so kleine Dilophosauren. Die laufen mit mir mit und kämpfen. Da will ich eine ganze Armee von haben. Ich bin da noch. Ach du Scheiße. Okay, von den kleinen Mistkerlen, die immer anspucken, dass du nicht siegst, willst du eine Armee haben. Ah ja. Ich hatte mir auch mal eingebildet, eine Dodo-Armee zu haben. Habe angefangen dann Dodo 01, 02, 03. Und? Aber so macht man halt seine Erfahrung. Geil. Die Farbe ist cool. Schön, freut mich. Kann doch losziehen. Genau, das ist der Anfang bei Ark. Hast du Dilos, hast du Dodos, Schildkröten, Parasaurus, super. Ja, ich, was zu fliegen möchte ich halt gerne haben und ich glaube, mein Ziel ist irgendwie eine ordentliche Waffe. Ja, so, wir spielen auch nur mit Bogen oder Crossbow, also Armbrust. Aber kommt da noch mehr? Ja, es gibt doch Sniper, es gibt Shotguns, aber das brauchst du alles nicht. Was? Auch nicht. Ja, könnte in eine Höhle gehen, Shotgun wäre schon nicht schlecht. Was denn hier? Warte, Scheiße, ist hier eine Höhle oder was? Hey, halbes Aberration hier. Alter, was ist hier? Ist das Höhleneingang? Ist einfach nur, das nur zum Durchfliegen, oder? Und in der Höhle wäre ich schon längst abgemannet worden. Denn Cave Flying ist nicht an. Alter, wie krass, guck mal an, wo ich hier bin. Alter, durch den Wasserfall geflogen. Doch, das sind Fledermäuse. Okay. Ist eine? Ja, warum kann ich... Achso, aber ich bin noch nicht beim Eingang hier, ne? Kann ich mit... Habe ich meinen Rex dabei? Ja, den Fragezeichen. Mit dem würde ich mich sicher dafür, wenn ich hier spazieren gehe. Die ist so groß, es geht, glaube ich, sogar dann Teddy oder sowas nehmen. Oder den Magi habe ich gar nicht geskillt hier. Den vielleicht nehmen, ist der gut? Mit dem Rex killt die Fledermäuse mich easy? Und mit meinem Teddy? Die greifen mich ja nicht in den Rex. Das sind ja Wichser. So, da kann man gar nicht hoch. Ja, da brauche ich doch eine Shotgun hier. Um die Höhle zu bewältigen. Doch, da kann man hoch, oder? Nee. Guck mal, was ich kann. Das geht doch gar nicht, oder? Guck mal an. Hä? What the fuck? Hier. Macht das das Item, oder was? Gemoddet. Ja, ist so.
Heftig. Krass. Voll die Höhle entdeckt. Cool. Erste Höhle. Gut, Waffe habe ich keine zum Schießen. Ja, genau. Das ist meine Idee. Ich habe den halt nur nie ausgepackt. Ich habe den, glaube ich, noch gar keinen Sattel für den. Drei in der Früh. Gott. Muss ich langsam ins Bett, damit ich morgen nicht noch später komme? Wie groß ist denn der? Was das Problem mit einer Höhle ist? Wenn ich absteigen muss, kann ich mich nicht wehren. Ich habe keine Möglichkeit. Also, ich habe einen Bogen mit Betäubungspfeilen. Und das war's. Mit was soll ich mich denn wehren? Mit der Betäubungspike kann ich mich wehren. Weiß ich mal? Also ich habe halt nichts. Also ich brauche halt zumindest irgendwas zum Schießen oder so. Aber ich kann ja mal kurz dahin gehen. Mit dem Typen. Einfach so als Spaß mal. Muss nur einen Sattel bauen, glaube ich. Aber nicht viel. Nur mal kurz reinschnuppern. Denn ich will es auch nicht mehr ganz zu lang machen, denn, ja, schon spät. Schon spät und bin müde. Hm. 5 Minuten geht noch. Schade, kein Weg hier den besseren Sattel. Einfach 66 bauen. Na klar. Okay, hab ich sogar noch dabei, cool. So, wie skill ich denn so ein Mega-Therium überhaupt? Ich mach das zu wieder. Ich mach da was auf X. Okay, 6, 6. 7. Oh, der hat aber. Der kriegt aber viel Leben. Boah, krass. Damage reicht. Ein bisschen. Bei Stamina überhaupt? Was hat der für Werte, Alter? Das ist ein Monster mit 10.000 dann. Was bitte ist egal? Ja, Damage. So, ich mache mal den. Das Ding habe ich ja auch. Also, was soll ich machen? Wie, gar nicht auf Damage oder was? Sind immer auf Health und Ausdauer. Ganz groß mich angeschrien, immer. Mhm. Keine Ahnung, ich habe jetzt mehr Damage gemacht. Ein Boost Damage ging, ja, weiß ich ja, deswegen gehe ich da rein. Ich hab. Ist 10k Leben zu wenig? Ich werde aufsetzen hier.
2 Minuten oder was? Okay. Boah, 500! Alter, wie krass! Rechten Maustaste. Das ist ja ein beschissener Labyrinth. Was zum Fick, wie viel... Ah, warte, ich hab irgendeinen Satz gehört die letzte Zeit, ich kenne ja keine Höhle in diesem Spiel, außer einen, das war ein Labyrinth. Okay. Sieht natürlich hier nicht so aus. Sind wir froh. Also auf 25k Leben. Das ist heftig. Oh, ich habe das Ark gefunden. Sind das Silica-Perlen oder was? Ich habe das Ark gefunden, cool. Also Artefakt. Das war jetzt kein Tier. Nee, ich kenn, nicht. Ich kenne kein Tier, was sich runterfallen nennt. Ja, aber den einfachen Sachen. Hey, eine krasse... Achso, das ist nur Loot, ist gar kein Ark. Okay, scheiße. Eine krasse Sichel, wow. Und ein Hemd. Mhm. Ich dachte, das wäre jetzt ein richtiges Ark mit Artefakt drin, aber ist keins, gell? Nee, frech. Immer rein, klar. Da hab ich dich gesehen, da, rein da. Aber dafür, dass er Bonus hat und ich so viel auf Schaden geskillt, hat er nicht viel Schaden gemacht hier. Das sind schwarze Perlen. Nicht, dass ich schon 3 Millionen hätte, aber ja, das sind schwarze Perlen hier, okay. Also ich sehe das Item irgendwie nie. Sicher, es wird nicht so langsam werden hier. Ich bräuchte noch irgendein Item, was die Items gegen irgendetwas, was die Sachen kaputt macht, so Zerstörer. Redder. Ja. Deconstruction Workbench oder so. Warte, hätte ich den Fluss in. Hätte ich den Wasserfall folgen sollen vielleicht? Warte mal. Kann der gut schwimmen? Ist eigentlich egal. Ich war zu voll, jetzt aufzusammeln, die Dinge, weil ich eh genug habe. Na, komm. Da sind noch ein paar.
Oh, da ist noch ein Loot-Ding. Komme ich aber da hoch mit dem? Gar nicht, oder was? Doch. Wie schaut denn das Artefakt aus eigentlich? Und das es nicht ist. Was ist denn ein Ferox? Oh, das ist ein kleiner Süßer eigentlich. Ein richtiger Sattel vom Skorpion. Oh, ich habe einen Skorpion Max Level. Kein Blueprint. Aber wozu braucht man das, wenn man eh Ding hat? Wenn man eh die Mantis hat. Ferox sind doch die Süßen, die man noch zähmen kann. Irgendwie irgendwas kann man mit denen machen. Aber das ist keine so Höhle mit dem Boss, glaube ich. Sieht nicht so aus. Da gibt es einen Boss in der Höhle. Die sind doch mehr mit so Sprungpassagen oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier einen Boss gibt oder so. Wie kann man hier oben rein? Wisst ihr, was man machen kann? Was es noch gibt bei der HG-Mod, was ich nicht getestet habe? Das hier. Dino Shrink. Dann kann ich vielleicht mit dem Dino da reingehen. Wenn, also ich weiß ja nicht genau, wenn der Dino gleichwertig ist, dann kannst du überall rein mit dem Dino. Das habe ich auch gesehen beim Durchlesen. Ich habe mir ja die Configs und so ein bisschen durchgelesen. Halt jetzt nicht, also schon überflogen, nicht genau alles, aber ich habe das Item auch schon so gefunden. Moin Mario, was geht? Oh, 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 jetzt komme ich in einen bösen Bereich oder was? Und hier ist der Ausgang der Höhle, okay. Leute, ich gehe irgendwo hin, wo ich friere und dann komme ich zum Ausgang? Wir testen das mal. Ja, ist heftig, was die Mod drin hat. Ist halt so eine komplette Kollektion hier. Dann testen wir das doch mal, dieses Shrink-Ding. Ich brauche nur mal ein paar Items hier. Vier Stimulant kriegen wir hin. Stimulant war hier. Ich bin da gespannt. Ich vielleicht bin ich auch dran. Also der Hulk ist echt ein super Typ hier. Der Mod. Es sind einige Items zwar übertrieben, aber nach 6,5 Jahren vom Spiel, glaube ich, ist nichts zu übertrieben, so wirklich. Man muss nicht immer so spießig sein. Ach so, naja, gut, komm. Sachen aktivieren. Oh mein Gott, was ich alles hier habe. Alter, was habe ich hier? Boah. Ich war 2 Minuten drin. Und jetzt? Wie ist der jetzt kleiner? Buff habe ich aber. Dino Shrink ist activated. HG Dino Shrink. Hä? Wird das wieder Zeit kleiner oder ist das schon kleiner, aber es ist nur noch so groß? Right, give him more options.
aus. An. Das ist gigantisch, gell Mario? Ja, da habe ich auch was jetzt kennengelernt. Also, ich kann mir nicht helfen. Ich kann nicht, also ich, vielleicht bin ich blind, aber ich sehe da keinen Unterschied. Eben gerade aus der Höhle. Ich war in der Höhle drin. Eben gerade. Heftig, oder? Einfach mal 2 Minuten in der Höhle, hast du voll Chitin. Mhm. Am Anfang bist du so am Strucken wegen. Frisst der überhaupt Fleisch oder frisst der Beeren? Der frisst doch Beeren, oder? Der Typ. Oder was ist das? Ist das Fleisch oder Bärenfresser? Der. Geht safe noch mehr, ja. Hier die Hälfte rein und da die Hälfte rein. Ja, die sind so stark, weil sie einen Buff bekommen. Das ist heftig. Irgendwas brauchen wir sagen. Wie stark ist denn das Biotoxin? Das kann ich doch eigentlich nutzen anstatt Torpor. Also statt Narkotics meine ich fürs Torpor. Warum für Caves? Ich meine ja nicht das da. Max Level bei euch? Mir steckt dir gut, ich sehe gar nicht, was du machst. Das ist auch gut so. Willst du nicht mal kurz zeigen, dass ich mal kurz pinkeln gehen kann und vielleicht ein bisschen. Da eine Bömmelei bei mir. Ich bin tot und muss wieder zu meiner Leiche laufen. Ja. Willst du zeigen kurz? Lustig. Nee, lieber nicht. Ach Menno. Ach, Technik. Du hast ja ein Schutzschild um dein Gebäude jetzt drum. Ach, das ist kein Schutzschild, das zeigt mir nur an. Das zeigt mir nur an, wo die. Wo es die Babys aufnimmt automatisch, welche Range es ist. Kann ich wieder ausmachen. Sieht aber abgefahren aus. Aber Schutzschild sieht auch so aus, kann ich mir auch bauen. Da kommst du nicht mehr rein. Aber so finde ich die Basis zumindest von fern. Weißt, so weiß ich halt, huch, hier wohne ich. Dass du schon alles gesehen hast. Frech, Kontrolle! Nee, ich bin halt gegenüber aufgewacht. Ach so. Ich muss mich jetzt erstmal wieder finden. Ach so, mit Tötungsmunition, okay. Aber, gut, die brauche ich ja eh nicht. Aber ich rede davon, dass ich das Biotoxin anstatt des Narkotik nutze, um die Tiere betäubt zu halten. Das ist doch, das geht doch, oder nicht? Und ich habe hier sogar die Ding. Da ist die IP, also die HD, die Modliste. Hast du schon runtergeladen? Alle Mods am besten vorher laden. Dann brauche ich deine Steam-ID. Auf sich whitelisten. Schick's mir am besten per Discord. Bin da immer offline, aber bin ganz oben in der Liste. Und so weiter und so fort. Genau.
Genau, per Discord, genau. Per Discord PM schickst du mir am besten. Haben wir dabei deine History und können schauen, was wir schon rein geschrieben haben. Und du hast echt Bock zu zocken mit uns, oder was? Kampfkriegs? Das ist Full PvE, ne? Nicht so PvP, da Full PvE ist das Ganze hier. Ja, keine Ahnung. Ob du Bock auf Arkas oder nicht. Ich weiß nicht, wie lange ich das spiel. Vielleicht ein paar Tage. Mal schauen. Dann wieder was anderes. Mal gucken. Alles klar, Lars, ich mache auch nicht mehr so lange. Dann danke ich dir fürs lange dabei sein, war es ja ultra. Ich glaube, Thorsten ist schon schlafen gegangen, oder? Ich komme da nicht durch, so. Bis später. Schlaf schön, angenehme Träume. Was ist der Wild hier in der Höhle? Ach, sie ist wieder was. Okay. Ist das nicht klar? Ist das nicht die gleiche Höhle von eben? Sind die schon wieder respawned oder was? Sind am Schrink, verstehe ich aber nicht. Vielleicht ist es ja ausgeschaltet.